Hallo, hallo, mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal sagen, was ich hier in Alanya in der Türkei vermisse. Und wenn euch das interessiert, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe gerade ein Video gedreht und da ist mir eingefallen, was ich vermisse hier in der Türkei, in Alanya, ganz speziell, ja, weil ich bin sicher, das ist in den Großstädten natürlich ganz anders, aber hier in Alanya vermisse ich das. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal in einem Video erzählt, aber das möchte ich gerne noch mal zum Besten geben, weil warum nicht, ne? Also gucken ja nicht alle immer alle Videos von mir. Ich vermisse hier in der Türkei Folgendes. Was ist das wohl? Ich vermisse ich vermisse es, und ich glaube, es ist typisch deutsch, dass alle morgens pünktlich zur Arbeit gehen. Ich vermisse es, dass um 6 Uhr, um 5.30 Uhr schon die U-Bahnen voll sind, dass die Menschen alle zur Arbeit stürmen, dass, wenn du aus dem Fenster guckst, hunderte von Leuten siehst, die zur Arbeit gehen, dass du sie gegen Mittag alle in die Mittagspause gehen siehst und dass du sie gegen 1 Uhr alle wieder zurückstürmen siehst. Und ich vermisse es, dass abends alle Feierabend haben, alle nach Hause gehen, und ich vermisse es, dass abends am Wochenende vielleicht auch alle mal sich zusammen trommeln, die ganze Familie losgeht und Freizeit macht. Also ich vermisse es, fleißige, arbeitsame Menschen zu sehen, die zur Arbeit gehen und die dann auch wirklich jeden Morgen pünktlich auf den Glockenschlag sozusagen zur Arbeit strömen, in Massen. Ja? Und das hast du hier überhaupt nicht in Alanya. Ja? Das ist einfach nur ein Urlaubsfeeling pur. Auch die Geschäfte, die hier aufmachen, ja, die machen mal zu dem Punkt an, klar, um Beamen oder die Einkaufsläden, die machen dann schon pünktlich auf, aber es ist alles so relaxed, es ist alles so langsam, es ist alles so, so ruhig und ohne Hektik, es ist alles ohne Power dahinter, so alles so ein bisschen, ja, ne, also kommst du heute nicht, kommst du morgen, so auf diese Art und Weise. Es ist einfach diese Geschäftsmäßigkeit, die in Deutschland herrscht, vermisse ich. Und ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass genau ausgerechnet das ist, was viele Auswanderer ja überhaupt nicht wollen und überhaupt nicht mögen, dass ich das hier vermissen werde. Aber ich bin ja nun mal ein Mensch, der auch sehr fleißig ist und der sehr viel macht und sehr immer in Action ist, immer irgendwas machen muss, der sich nicht ausruht, der nicht zur Ruhe kommt. Und wenn andere Menschen da natürlich auch so ticken und mitmachen, ob sie wollen oder nicht, weil sie müssen ja, jeder in Deutschland muss arbeiten, jeder in Deutschland muss zur Schule gehen, jeder muss zur Uni gehen, jeder muss eine Ausbildung machen, jeder muss dahin, hierhin, dorthin, und da geht es auch genau nach Uhr und genau nach getimed. Ich bin ja auch so eine Mama gewesen. Ja, es gab bei mir um 7 Uhr gab es Frühstück. Um 5.15 Uhr bin ich aufgestanden als Mama. Ich habe allen Kindern das Frühstück, ihre Frühstücksbrote gemacht. Ja, ich bin wirklich richtig eine Stunde früher aufgestanden, um jedem Kind seine Frühstücksdose zu machen. Dann habe ich den Frühstückstisch fertig gemacht. Ich habe Tee gekocht. Ich habe dann getaktet um 10 vor 7. Entschuldigung, bitte meinen Mann aufgeweckt, damit er, weil er musste die Kinder um 8.45 Uhr, um 7.45 Uhr zur Schule fahren, um 8 Uhr die Schule anfing. Und die Kinder, ich wollte nicht, dass sie mit der Bahn fahren, deswegen habe ich meinen Mann immer hochgescheucht, weil der muss sowieso zur Arbeit, also insofern. Und dann alle Kinder aufwecken, bis dann alle runterkamen. Ich habe Tee gekocht, ich habe den ganzen Frühstückstisch, ich hatte schon die ganzen Brote geschmiert, es lag schon für jedes Kind bereit und sie mussten es nur mitnehmen, bis dann alle fertig waren. Oh mein Gott, ich habe mir so einen Stress gemacht, jeden Morgen, dass auch alle pünktlich, auf gar keinen Fall auch nur eine Minute zu spät zur Schule kommen, bis dann alle raus waren. Da musste ich mich erstmal ausruhen, weil ich so viel Theater gemacht habe. Dann um mittags wieder das Gleiche. Wenn sie aus der Schule kamen, sollte das Essen fertig sein. Ich hatte dann vorher gekocht, damit die Kinder auch warm essen können, wenn sie da sind, obwohl alle zu verschiedenen Zeiten natürlich kommen. Der eine hat um 12.30 Uhr Schluss, der andere um 13.30 Uhr, der nächste um 15 Uhr, weil sie Ganztagsschule hatten. Also es war ein reines Stressversorgungsmaschinerie, die ich hatte. Und abends dann mein Mann, der Essen kochen wollte, der Essen gekocht haben wollte, der dann von der Arbeit kam. Dann haben die Großen nochmal gesagt, mussten alle ins Bett. Es mussten die Kleinen versorgt werden, es mussten Geschichten vorgelesen werden, es mussten sie gewaschen werden, sie mussten ihre Hausarbeiten machen. Ich musste
Hausarbeiten kontrollieren. Ich habe mit ihnen gearbeitet, ich habe mit ihnen für Arbeiten geübt. Also es war ein reiner Stress ja bei so vielen Kindern. Und ich bin wirklich so eine Übermama gewesen und alles nach der Uhr getaktet. Ja, also morgens, wie gesagt, mittags, abends um 7 Uhr gab es pünktlich den Gongschlag zum ins Bett gehen. Spätestens um 7.30 Uhr, 19.30 Uhr mussten alle in den Betten sein, möglichst schon um 7. Vorher musste gegessen werden und es war alles nach Uhrzeit geplant. Ja, und so bin ich auch weiterhin. Natürlich brauche ich jetzt keine Uhr mehr, weil ich esse, wenn ich Hunger habe und gehe ins Bett, wenn ich müde bin. Aber früher für die Kinder und für meinen Mann, die wurden alle versorgt mit meinem Plan und mit meinem deutschen Planungsvermögen sozusagen. Das war ganz schlimm. Ich glaube, die haben sehr gelitten. Ja. Also meine Kinder, wenn die das Video sehen, die sagen, ja Mama, genau so war es. Richtig furchtbar und wir hassen es. Aber es war halt so. Ja, es war genau mein Leben nach der Uhr geplant. Und um 10 Uhr wurde ich dann müde. Das war auch schon, um 10 geht Mama ins Bett, weil ich muss ja wieder um 5 Uhr aufstehen. Ne? Also das ist alles durchgetaktet gewesen. Und diese Geschäftsmäßigkeit, diesen Fleiß, diesen Trieb, jeden Morgen, jeden Tag der Arbeit nachzugehen und das zu sehen, ja, allein schon, wenn ich aus dem Fenster gucke, die Menschen zu beobachten, wie sie hetzen und wie sie Angst haben, dass sie zu spät zur Arbeit kommen, das vermisse ich hier, ja, weil es ist einfach alles nur so ein bisschen so lahm hier, ja, es ist so, ja, es ist einfach nur Urlaub, ja, obwohl ja viele genau das eben wollen, aber es ist mir alles viel zu, ja, es ist nichts los, ja, also jeder steht auf, wann er will, jeder geht an den Strand, wann er will, jeder macht, was er will, jeder kommt und macht den Laden auf oder auch nicht, ja, man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Shop dann um den Zeitpunkt auf hat, vielleicht hat er auch auf, vielleicht auch nicht, klar, Banken und sowas, das ist natürlich ausgenommen, Tisch haben die auf, aber diese Hektik fehlt mir hier, wisst ihr, diese gemeinschaftliche Hektik, die ich ja so in mir habe, sich da so mitfließen zu lassen in diesem Strom, der in Deutschland einfach gang und gäbe ist, ja, egal wo du bist, das vermisse ich, das habe ich auf dem Dorf schon so vermisst, als ich in Niedersachsen, wir haben ja dann, da habe ich ja auch 2 Jahre jetzt gelebt, oder länger, ich weiß gar nicht, ihr wisst es besser, auch da ist tot, ja, da ist tote Hose, da ist nichts, da sind einfach nur Rentner, die den ganzen Tag auch überhaupt nicht zu sehen sind. Die sind alle in ihren Häusern, selbst im Sommer ist da niemand im Garten, ich verstehe es nicht. Ja. Wie kann ein Dorf so ausgestorben sein? Da bin ich schon eingegangen. Hier ist es natürlich nochmal ganz anders. Hier sind ganz viele Menschen, die alle aber, ja, die machen alle so ihr Ding. Da kommst du heute nicht, kommst du morgen. Genau das Motto ist hier. Und ich vermisse es so, dass morgens einfach, wenn das, also um 5 Uhr, Leute, muss es schon, die Autos müssen fahren. Ich muss die Menschen förmlich hecheln zur Arbeit schon im Hinterkopf wissend, wenn ich das Fenster aufmache, die Gardinen aufziehe oder die Rollos, dann muss ich die Menschen an meinem Fenster vorbeihuschen sehen. Man kann sich dann so schön mitreißen lassen. Oder wenn Mittagspause ist, ja, dann sieht man alle Menschen irgendwo in irgendeinem Cafés, Restaurants sitzen und schnell essen und dann wieder zur Arbeit hetzen. Also keine Ahnung, das ist etwas, was ich hier vermisse. Ja, es ist einfach so ein bisschen paradox, so ein bisschen widersprüchlich natürlich. Aber ja, also ich hätte es gerne, wenn diese Geschäftsmäßigkeit hier auch in Alanya wäre, ne? Ist leider nicht. Hier ist einfach nur Urlaub. Hier ist einfach nur Ruhe. Und natürlich gibt es hier viele Menschen, viele, die arbeiten und die alles machen. Aber es ist nicht mehr. Diese Hektik gibt es hier nicht. Ja, hier ist einfach nur tot. Tot in Bezug auf regelmäßig zur Arbeit gehen, regelmäßig zur Arbeit hetzen, zur Mittagspause nach Hause gehen, abends, morgen, alles wieder von vorne. Das gibt es hier nicht. Ja, ist vielleicht gut, weiß ich nicht, aber das vermisse ich. Das vermisse ich wirklich richtig doll. Und die U-Bahnen, die voll sind, die Busse, die voll sind, morgens, mittags, abends, ja, weil jeder einfach irgendwo hinfahren muss. Das ist in der Großstadt Hamburg einfach schön. Keine Ahnung, also ich finde es schön, aber was ich weniger schön finde, sind die Gesichter, die dann zu den Menschen gehören. Ja, sind alle, es ist ja in den letzten Jahren nochmal richtig schlimm geworden, ja, sind alle so zerfressen von mieser Laune. Ja, man sieht auch die Probleme in den Menschen, in den Gesichtern der Menschen. Ich glaube natürlich auch, dass das Wetter viel mit
dazu beiträgt, ja, dass man einfach keinen Bock zu nichts mehr hat. Und das sieht man ja, auch wenn alles geschäftsmäßig ist und wenn alle viel und in Masse zu ihren Aufgaben strömen, glaube ich doch, dass die 99% der Menschen hat keinen Bock dazu, ja. Und das sieht man. Das ist natürlich überhaupt nicht schön, ja. Das Erste, was mir auffällt, wenn ich im Winter nach Deutschland gehe, ist diese miese Laune der Gesichter, die man von mir sieht. Ja, sprech mich bloß nicht an, lass mich bloß in Ruhe, ich habe keinen Bock auf nichts. So sehen die Gesichter aus. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Ne? Aber dieser Strom, den vermisse ich, diese Aktivität, die Produktivität, die auch in Deutschland von den Menschen ausgeht, ja, das finde ich einfach etwas, wo ich denke, Mensch, wäre toll, wenn die Menschen doch jetzt hier alle jeden Morgen zur Arbeit gehen würden. Ja, jeder, ja, so in, weiß ich nicht, um 7 fangen alle an, zur Arbeit zu gehen. Na, das hast du hier nicht. Ist halt ein Auswanderungsland. Die Leute haben genug, die müssen nicht arbeiten, die haben ihr Auskommen, die arbeiten vielleicht irgendwo zu Hause oder hast du nicht gesehen, aber weiß ich nicht. Natürlich die Einheimischen müssen arbeiten, aber es ist was anderes. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie es in Ankara ist, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in den Großstädten jetzt ist. Ich bin lange nicht oder ich habe eigentlich noch nie so in der Großstadt in der Türkei gelebt, so für länger, natürlich mal für kurze Zeit, aber so richtig für lange nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das in Ankara wäre oder so. Aber Istanbul wäre nochmal interessant. Ne? Ja, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.